Ja, hallo, liebe Minecraft-Freunde. Da sind wir auch schon wieder. Ich hatte jetzt ein bisschen Minecraft-Pause gehabt, da ich hatte andere Sachen zu tun. Bei der letzten Folge habe ich ja gesagt, wissen wir ja noch. Ich nehme das hier mal alles weg, das ist so in 2 Stunden erledigt. Leute, ich glaube, ich habe mich hier ein bisschen geirrt, was das mit den 2 Stunden angeht. Ich kann euch aber trotzdem mal zeigen, was ich in 2 Stunden tatsächlich geschafft habe. Das heißt also, unsere Kisten, die sind ein bisschen voller geworden, beziehungsweise musste ich die ein bisschen addieren. Ja, vermehren. Deswegen haben wir schon 3 Reihen, weil wir sehen hier die Erde. Da war doch noch eine ganze Menge Erde gewesen, die ich abgetragen habe. Hier ist ja komplette Cobblestone drin, also auch komplett voll. Hier habe ich jetzt mal schon den fertigen Stein, den Cleany, reingemacht, den Cleanstone. Und hier oben ist schon die nächste Reihe jetzt mit Cobblestones voll. Ja, hier haben wir jetzt so unsere Exotensteine. Hier der Andesit hat sich ein bisschen vermehrt, hier der mittlere. Allerdings auch nicht. Ich habe mal ausgerechnet, grob im Ganzen, wie viele Stacks wir bräuchten. Dürften so 40 Stacks sein ungefähr, die wir benötigen. Ist noch lange nicht der Fall. Na, der Granit hier, weiß ich eh nicht so richtig, was ich damit will. Und Dioritner, okay, den sammeln wir mal so. Und hier unten in der Kiste haben wir jetzt so die anderen Sachen drin. Holz habe ich jetzt nicht weiter abgehackt. Und hier ein paar, ja, Weizenkörner sind dazugekommen. Ein bisschen Sand ist dazugekommen. Ein bisschen Kies und Ton. Und hier ist dann das Übliche drin. Da hat sich nichts verändert. Ja, auch sonst hat sich hier nichts verändert. Das Kohleproblem besteht weiterhin. Wir sehen, die Kohle ist abgeglimmt. Und hier oben ist schon Bruchstein. Hier sind schon ein paar fertige Steine wieder. Das sieht hier nicht anders aus in den ganzen Bereichen. Das heißt also, das Kohleproblem besteht nach wie vor. Unten in der Höhle war ich nicht weiter drin gewesen, da ich mich tatsächlich die gesamten 2 Stunden damit aufgehalten habe, hier das weiter abzutragen. Also irgendwie habe ich mich da doch ein bisschen verschätzt, glaube ich, was das angeht. Und es kommt... Oh, hier liegt ein Gehirn rum, cool. Weil, ihr seht schon, ich habe zwar schon hier ein ganz schönes Stückchen geschafft im Vergleich zum letzten Mal, aber das ist noch ordentlich, also das ist noch ein gutes Viertel, was abgetragen werden muss. Vielleicht sagt der eine jetzt besser, somit nehmt ihr dran teil sozusagen am Kompletten. Und ich habe hier nichts off-cam gemacht und ja, somit seid ihr dann quasi live mit dabei. Die anderen sagen, ach du Scheiße, jetzt will er da schon echt wieder weiter abtragen. Aber naja, so kriegen wir auch wie gesagt einen neuen Kabel, da ist ja ein Huhn, da kriegen wir wie gesagt einen neuen Cobblestone, beziehungsweise den wir dann einschmelzen, Cleanstone raus und somit müssen wir uns keine Steinmine machen. Was hier noch auffällt, der eifrige oder schlaue Zuschauer, dem wird was aufgefallen sein, dass wir nämlich hier noch eine Etage tiefer sind. Warum sind wir denn eine Etage tiefer? Das kann ich euch jetzt mal demonstrieren, denn auf was befinden wir uns denn jetzt hier für einen Boden? Ne, wir haben ja hier oben, sehen wir ja, den Bruchstein. Den habe ich ja als Außenlinie gemacht. Wir erinnern uns, das war ja schon in der ersten oder in der zweiten Folge, wo wir das gemacht haben. Folglich wäre dieser Block hier, wäre ja, ich kann das ja mal kurz demonstrieren mit dem hier, das wäre ja jetzt quasi der Boden, wo wir drauf laufen tun würden. Den wollte ich ja aus polierten Andesit machen, ne? Wo ich ja gesagt habe, da brauchen wir ungefähr 40 Stacks von. So, das heißt also, wenn hier jetzt unsere Verpflegungsebene sein soll, das heißt das erste Untergeschoss, müssen wir natürlich, auch weil wenn wir jetzt hier eine Decke ziehen, ist das hier stockduster. Damit haben wir hier quasi eine riesengroße Monsterzuchtstation. Folglich müssen wir ja hier auch für eine Beleuchtung sorgen. Und das geht nur mit Glowstone. Da habe ich euch ja schon erklärt, wie das Prinzip funktioniert in einer anderen Folge. Folglich wäre jetzt hier auch Glowstone. So, und somit wäre das ja dann auch zu eng gewesen. Deswegen musste ich hier noch eine Etage tiefer gehen, sozusagen. Ansonsten hätten wir ja nicht hingekommen, weil ich gehe immer davon aus, das Höchste, was wachsen tut, wenn wir so eine unterirdische, ja, Verpflegungsstation wollen, wäre in diesem Fall das Zuckerrohr, das wächst, wenn wir es anbauen, 3 hoch. Das wäre quasi dann der Block 1, 2 und 3 von unten aus gemessen und somit geht das Ganze genau auf. Somit ist die Sache schon logisch, dass wir das gemacht haben. Ja, deswegen nicht, dass ihr euch wundert, wieso ist denn der schon wieder eine Etage tiefer? Ja, musste ich natürlich machen, das war natürlich nicht ganz clever gewesen beim ersten Mal. Aber ist nicht weiter wild, wie gesagt, da hatte ich ja noch nicht so viel gehabt. Das ging tatsächlich recht schnell. Ja, hier oben habe ich es nämlich getestet, deswegen sind hier noch 2 Blöcke. Und hier sehen wir eine Fackel, da wo es auch ein bisschen nach unten geht, denn ich habe die mysteriöse Etage. Da habe ich einfach nur mal kurz in die, ein bisschen runtergebuddelt. Da gehe ich jetzt mit euch. Na, ich kann es ja machen. Habe ich mal eine Schaufel? Ja, hier. So.
da habe ich auch keine Leiter. Ich habe mich einfach nur mal kurz hier reingebuddelt, so ein bisschen. Nicht weiter wild, weil hier will ich, wie gesagt, dann so dieses Kanalsystem aufbauen. Später mal, wenn der Bunker, wie gesagt, steht, das ist jetzt erstmal nicht weiter wild. Das ist logisch, ein Bunker hat natürlich auch immer einen Fluchtweg. Und da will ich so ein Kanalsystem, wie gesagt, machen. Na nu, jetzt zwitschert hier auf einmal auch noch mein Smartphone. Ach, das wird wahrscheinlich eine E-Mail sein. Okay, das beachte ich jetzt ja nicht. Und hier, wo ich reingegangen bin, hier wird quasi so der Panic Room. Das dachte ich mir so zu bauen, weil wir müssen ja oben unser Haus abreißen. Aber auch das kommt alles erst wesentlich später, wenn wir dann fertig sind mit den wichtigeren Sachen. So, also, was steht auf dem Programm? Wir schauen uns jetzt mal hier kurz um. Was ist da los? Ich habe mir 4 Punkte aufgeschrieben, beziehungsweise 4 Arbeitsschritte. Möchte euch noch kurz was erklären, nämlich in welcher Himmelsrichtung wir uns eigentlich jetzt befinden. Das heißt, wenn ich jetzt hier lang gucke, ist dort der Osten. Das ist quasi dann jetzt der Ostflügel, der dort schon hinausragt. Das hier ist der Norden im Prinzip. Das heißt, unser Panic Room, der ist dann quasi im Norden. Das ist ganz gut, weil da hinten war auch, glaube ich, Wasser. Da können wir schönes Kanalsystem dann später umleiten. Und hier ist dann logischerweise der Süden. Da habe ich mir nämlich überlegt, da möchte ich gerne das Netherportal bauen. Ebenfalls von dieser Stufe aus hier, das heißt also von da unten, von dem Boden her, müssen wir darüber dann latschen, haben wir dann unser Netherportal. Da habe ich mir auch schon was überlegt, wie wir das machen. Ja, das ist dann quasi der Süden und logischerweise, Entschuldigung, das ist ja Osten. Jetzt bin ich ganz durcheinander. Also, das ist Osten, das ist Norden, da wo das Netherportal soll, ist Süden und hier ist dann logischerweise Westen. Das reißen wir dann ab. So viel nur kurz zur Info. So, was haben wir jetzt, was bevorsteht? Ja, auf jeden Fall die Felder für unsere Versorgungsebene, auf der wir hier gerade stehen, die möchte ich gerne in dieser Aufnahmeseason noch beginnen. Das heißt quasi, wir werden hier vom Treppenhaus, das interessiert uns ja nicht, das Treppenhaus, weil wir hier, wie gesagt, einen Geheimgang runterbauen. Da gibt es kein Treppenhaus, auch im Originalbunker gab es da keine Treppen, die runtergehen. Da bauen wir uns hier einfach nur so ein Leitersystem dann runter mit einer schönen Falltür oder so, mit einer Fallklappe, Drucktür oder wie die Dinger da heißen. Und da fangen wir quasi von diesem Block hier tatsächlich auch an und werden hier unsere Felder aufbauen. Da weiß ich noch nicht genau, mit wie viel Abstand. Das bemesse ich dann. Und zwar habe ich mich entschieden, ja, ich denke mal, ein 180er Acker könnte es schon werden. Also, ja, machen wir einen 180er Acker draus. Ich glaube, das ist ganz in Ordnung. Somit gehen wir quasi 30 Felder mal 6 in diese Richtung hier. Das passt auf jeden Fall hin. Und dann natürlich in die Breite auch noch für Kartoffeln, Mohrrüben etc. pp. Das möchte ich auf jeden Fall in dieser Season noch beginnen, sodass wir auch schon mal so ein bisschen so einen Fortschritt sehen. Decke ziehe ich natürlich noch nicht. Ah, wir haben noch keinen polierten Andesit. Und vor allen Dingen im Nether waren wir auch nicht, um den Glowstone zu holen, um natürlich auch die Beleuchtung zu gewährleisten. Alles andere, was übrig bleibt an Fläche, wird dann Viehzucht sein. Heißt quasi hier Hühner, Kühe, Schweine, Schafe, alles was es da so gibt. Das werden wir mal, ja, Kaninchen, das werden wir alles dann mitnehmen. Dann, wie gesagt, den Rest hier noch abtragen. Da ist jetzt noch ein bisschen Eisen und Kohle, das müssen wir alles noch rausholen. Gerade Kohle, weil wir haben, wie gesagt, ein Kohleproblem. Hier, wie gesagt, habe ich mich einfach wie so ein Maulwurf wirklich in den hier reingefräst im Prinzip. Hier einfach mal so immer außen rum und außen lang. Also das muss hier alles noch weggenommen werden. Ja, und ihr seht schon, das ist doch noch ein ganz schönes Stückchen. Das habe ich in 2 Stunden einfach nicht geschafft. Also ich kalkuliere hier nochmal durchaus nochmal 2 bis 3 Stunden ein, hintereinander das mit Eisenspitzhacken, oder ja, meinetwegen auch Steinspitzhacken wegzunehmen. So, jetzt schauen wir gerade so schön hier drauf. Hier habe ich es mir nochmal überlegt. Tatsächlich, wir haben uns hier verbaut, ganz einfach wegen den 3er Abständen. Ich habe mir nochmal ein paar andere Fotos von dem Bunker im Internet angeguckt. Das war wirklich ein Konzentrationsfehler gewesen. Den müssen wir einfach noch korrigieren. Bin ich doch eigentlich recht glücklich, dass wir noch nicht die ganze Wand gezogen haben. Und ich glaube, um das Ganze einfacher zu machen, werde ich komplett die Wände hochziehen und dann manuell die Dinger da reinkloppen. Ich glaube, das möchte ich mal versuchen. Und damit möchte ich tatsächlich jetzt auch mal beginnen mit euch. Weil, oh, jetzt geht es ja gar nicht runter. Ah, doch hier. Ja, das ist hier wirklich ein bisschen. Ach, das ging nochmal gut. Ja, damit möchte ich nämlich mit euch beginnen. So, dass wir dann auch schon mal so ein paar, ja, Ergebnisse sehen, weil jetzt habe ich wirklich so viel abgebaut, jetzt kann ich schon langsam nicht mehr abbauen. Deswegen möchte ich jetzt auch mal den Stein, den wir jetzt hier noch übrig haben, den möchte ich gerne verbauen. Das heißt, ich nehme jetzt erstmal wieder zur Sicherheit hier meine 2 Eimer mit, sodass ich da mir einen schönen Graben machen kann. Und hole mir natürlich schon den fertigen Stein, den wir schon fertig haben. Hier drin war der. Hier, 2. Kiste. Genau, der ist ja schon fertig, der Cleanstone. Den werde ich jetzt im Prinzip mal mitnehmen. Ich werde mir durchaus mal hier so einen ganzen paar Stacks mal mitnehmen und werde mal gucken, was ich schon hochziehen kann.
So, was wir hochziehen können, ziehen wir dann auch hoch. Sodass wir dann wirklich auch schon mal so ein paar Ergebnisse sehen. So, ich nehme jetzt einfach mal so einen schönen, so einen 5-5er-Block mal mit hier. Das, mal gucken, wie das dann ausschaut. Und dann schauen wir uns den ganzen Spaß mal an, sodass wir dann auch wirklich schon mal so ein paar Außenwände sehen. Da, wo wir sicher sind, die können wir. Ach, jetzt wird es auch noch dunkel oder was? Naja, egal. So, das heißt also, wir werden durchaus hier hinten die Nordseite uns mal schnappen. Das müsste ja dann ja logischerweise der Norden sein. So, und hier sind wir ja ziemlich sicher, dass, ja, sind wir uns da eigentlich sicher oder sind wir uns nicht sicher? Also hier sind wir uns ziemlich sicher, dass hier, wie gesagt, alles schon mal Stein ist. Das heißt, wir machen uns hier jetzt ganz klassisch den Graben, genauso wie wir das dann beim letzten Mal auch gemacht haben. Da lasse ich dann das Wasser reinlaufen. Vielleicht sogar über Eck. Das kann ja nichts schaden. Ja, warum eigentlich nicht? So. Ah, hier, okay, hier muss ich dann jetzt wieder einsetzen. So. Blub, 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 blub. So, dann lasse ich hier einfach mal das Wasser mal da reinfließen. Schwuppdiwupp. Genau. Das geht dann da rum. Und hier mache ich auch nochmal einen Eimer rein, nur zur Sicherheit. So. Und dann können wir jetzt nämlich wirklich anfangen, das Ganze hier mal hochzubauen. Jetzt nehme ich mir natürlich die Eimer raus. Ich hoffe, dass das auch so richtig ist, aber ich glaube schon. So, dann nehme ich mir mal ruhig mal drei Stacks hier rein. Allerdings hier den, bevor ich mich hier verbaue, nehme ich mal lieber den Kabel raus und mache den dahin. So, und dann geht's jetzt nämlich los. Weil das sind ja hier die 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind definitiv Außenwände und die können wir jetzt wirklich hochbauen. Da führt kein Weg dran vorbei. Das müssen wir so oder so machen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Weil somit sehen wir dann schon mal wieder ein bisschen. Ich weiß allerdings nicht, wie hoch. Das ist natürlich auch wieder ein bisschen blöd. Das hätte ich natürlich. Ja, ich sehe schon. Das ist auch wieder ein bisschen doof. Oder wäre das. Ja, das ist immer ein bisschen scheiße, Leute. Das ist jetzt. Das habe ich natürlich jetzt wieder nicht überlegt, weil ich schon wieder nicht weiß, wie hoch ich hier eigentlich gehe. Aber auf jeden Fall ist es schon mal ein ganz schönes Stückchen. Und ich glaube, da können wir auf jeden Fall erstmal durchaus. Notfalls müssen wir es angleichen oder so, aber das ist ja auch nicht weiter wild. Ich möchte einfach mal hier mal so ein bisschen schon mal eine Wand hier haben. Ich möchte da gar nicht so viel sammeln und immer nur abbauen, deswegen möchte ich jetzt mal ein bisschen was bauen. Und so baue ich doch einfach das schon mal hier hoch hier. So. Ungefähr kann man es ja abschätzen, wobei bei dieser Größe zu bauen ist das echt immer so eine Herausforderung. Das ist schon wirklich Wahnsinn. Ja, das ist auf jeden Fall noch. So, da ist das erste Decken auch schon weg. Man kann natürlich dann auch oben so eine Verbindungslinie bauen. Das wäre natürlich auch mal eine Idee. Dann hätte man oben schon mal den Rahmen für das Dach. Wobei das eigentlich noch gar nicht dran zu. Ja, das ist noch. Das ist noch ordentlich. Also das verbraucht sich auch relativ schnell hier, ist logisch. Weil das ist schon nicht gerade. Ja, das ist schon hoch, sage ich mal, ne? Also nochmal ein bisschen höher. Aber das ist, wie gesagt, selbst wenn wir jetzt nicht auf der exakten Höhe sind, dann können wir es immer noch verbinden. Ich sag mal, die paar Blöcke da, mein Gott, also wir haben so viel abgebaut und schmelzen müssen wir eh ohne Ende. Deswegen ist mir das da eigentlich schnuppe. Also ich glaube, eine Reihe gehen wir noch. Und dann war es das, glaube ich. Ich kann auch täuschen, aber ich glaube, wenn ich jetzt hier so rüber gucke, ich kann ja mal mit Optifine da rangehen. Jetzt müsste ich da am besten setzen können. Aber das müsste schon ungefähr so hochkommen. Also es müsste schon so hinkommen. Und somit haben wir jetzt zum Beispiel die Sechserreihe. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wieso sind das jetzt hier 5 und nicht 6? Was ist denn da schon wieder passiert? Also hier müsste jetzt auch Wasser sein eigentlich, oder? Ja. Was habe ich denn da schon wieder gemacht? Nein! Nein, Leute! Ich bin gestorben. Ich hatte so ein schönes. Och, Mann, ey. Ah, ich habe doch da extra Wasser hingemacht. Warum bin ich denn da gestorben? Ach, Mensch. Scheiße. Verzeihung. Oh, Mensch, ich hab hier. Ey, das ist ja echt. Jetzt krieg ich auch noch eine Erkältung. So ein Mist. Ja, warum bin ich denn da jetzt gestorben? Ich habe doch da extra Wasser reingemacht. Da unten rennt ein roter Creeper rum. Ach, du Scheiße. Ach, guck mal, ich habe vergessen, da die. Ah. Ja, aber ich bin trotzdem gestorben. Ach, meine ganzen Sachen, da liegen sie alle.
Trotz Rüstung. Na, die hat jetzt erstmal ordentlich Fallschaden gekriegt. Ja, ja, also unsere ganzen Levels, die wir uns aufgebaut haben, die sind jetzt für den Arsch. Das gibt jetzt nur noch diese Standard. Ja, ja. Also das verstehe ich nicht ganz, weil wenn ich mich hier runter schmeiße, also runterfallen lasse, von da oben, dann müsste ich doch normalerweise auch hier landen eigentlich. Irgendwie bin ich da zu weit gehüpft, glaube ich. So, jetzt müssen wir uns erstmal ganz schnell wieder ankleiden. Die Sachen sind ja zum Glück noch da. So, naja, ich räume das jetzt hier nicht großartig auf. Das ist mir jetzt erstmal Schnuppe. Aber ich nehme jetzt erstmal das Wasser wieder mit. Ja, das ist ja mal wieder blöd gelaufen. Wobei, eigentlich kann ich... Moment, kann ich das oder kann ich... Aber ich habe doch hier 6 gezählt. Ach so, weil ich da stehen geblieben bin. Jetzt sehe ich das. So, jetzt machen wir das Ganze normal. Haben wir noch? Ja, haben wir noch. So. Zack. Da ist jetzt ein weißer Creeper, da ist ein roter Creeper. Mensch, was ist denn jetzt hier für eine Creeper-Geschichte hier? So, jetzt muss ich hier irgendwie rüber. Oh Gott. Aber das mache ich jetzt. Das ist mir jetzt erstmal egal. Ich ziehe jetzt auch erstmal das Ding hier hoch. Weil so sieht man dann schon mal ein bisschen was. Vielleicht bin ich so schlau, dass ich hier sogar noch das jetzt hinkriege mit dem, dann mach ich nochmal, ne? Mit dem runter dann da springen. Und mal gucken. Also ich war so stolz, dass ich bis hier wirklich schon über 10 Folgen nicht gestorben bin. Und dann auf einmal plumps, macht da hier schön den freien Fall runter. Wollte ich mir da extra in den Graben reinspringen. Ja, und dann ganz krass, ne? Also, was ist denn da los? Das war unglaublich. So, jetzt ist das schon wieder alle. Jetzt ist es aber Stein hier, ne? Nicht, dass das jetzt hier Kabels waren. Ne, das ist der Bruchstein, okay. Ich wollte schon sagen, ey, nicht, dass ich mich hier... Das wäre auch wieder so ein Ding. So. Also. Wo bin ich runtergesprungen hier, ne? Also, ich springe jetzt normal hier runter. Also, ja. Also, wahrscheinlich muss ich den Graben doch ein bisschen höher machen oder so. Ein bisschen breiter machen. Weil ich komme da immer an die Kante ran. Ja, die Creeper, die denken auch, ich habe eine Macke. Jetzt springt der da echt nochmal runter. So nach dem Motto, Klaus lernt fliegen. Runter kommen sie alle. Die Frage ist nur, wie. Aber naja, die Sachen sind ja da. Auf den Fallschaden ist geschissen. Weil Eisen haben wir ja genug. Aber trotzdem interessant. Also das werde ich jetzt nicht normal machen. Das reicht mir dann auch, die Erfahrung. Also das hat da hinten besser geklappt. Ich weiß nicht, woran es lag. Also sehr merkwürdig. So, dann ziehe ich mich mal eben wieder an. Ich bin ja ganz nackig hier. So. Naja, gut. Okay. Jetzt haben wir zumindest hier erstmal wieder eine Wand. So, das Wasser, das nehme ich jetzt mit. Das war eh irgendwie, ja, bekloppt, wenn wir es so wollen. Zack. Und hier hinten ist auch nochmal ein Quellblock gewesen. So. Dann können wir da auch wieder erstmal Erde reinmachen. Und das Ganze auffüllen. Später kann man da vielleicht sogar wirklich noch... Ah, nee, kommt ja gar nicht. Stimmt ja, da müssen ja noch die Splitter... Wie sagt man, wie heißen die Dinger? Splitter? Splitterzone oder so? Ich weiß gar nicht. Oh Mensch, ich bin sogar vergesslich. Aber die haben auch einen ganz speziellen Namen. Und... Ja, so, gut. Knut. Das sieht doch auch schon wieder so aus. Ah ne, das ist die Kante, deswegen. Das ist auf jeden Fall in einer Höhe. So, genau. Und das ist jetzt hier quasi die Außenwand und die habe ich nämlich verbaut. Die können wir ja mal eben nochmal schnell mal reparieren. Und zwar müssen hier natürlich logischerweise Dreierabstände ran. Ne, ist ja klar. Warte mal, ich nehme den eben weg. Ich habe mir das ja markiert. Das ist ja schon mal die erste Außenwand. Oh, das ist der Turm. Moment. Muss ich jetzt nochmal kurz gucken. Ja, genau. Das ist nämlich, der hat einen Einser, der hat einen Zweier, aber die Dreier, die bleiben. Aus dem Grund muss ich das hier mal eben korrigieren. Und zwar werde ich das wie folgt machen. Das ist der erste. Das heißt, es müssen jetzt 3 hoch. Wo ist denn jetzt mein Stein? Da ist der Stein. Habe ich Spitzhacken? Ja, habe ich auch.
Alles ein bisschen durcheinander hier, muss ich erstmal suchen. So, das wäre nämlich genau umgekehrt. Also hier eins. So, dann können wir erzählen. Eins, zwei, drei. Und der geht jetzt nämlich weg. So. Und dann passt die Sache da auch. Dann müssen wir es natürlich jetzt hochbuddeln. Eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Aber wenn wir das haben, dann kann ich theoretisch wirklich durchziehen, die Sache. Also das müssen wir nur mal merken. Ne? Da müssen wir ein bisschen zählen jetzt. So, das heißt also, hier ist ja das Fenster weg. Ne, daran orientiere ich mich jetzt an diesem Fenster. Das heißt, es ist ein Block. So, eins, zwei, drei ist richtig. Das heißt, ich kann drei hoch. Eins, zwei, drei. Hier ist jetzt das Fenster. Das ist korrekt. Eins, zwei muss es hoch sein. Das heißt, hier oben kommt erstmal wieder eine Reihe ran. Schwupp. Eins, zwei ist richtig. So, und jetzt geht's ja wieder drei hoch, ne? Ist ja logisch. Das heißt also wieder hier hin. Ich quatsche hier eine Scheiße, Leute. Aber so ist es tatsächlich. Ein Fenster, zwei Fenster. Jetzt müssen wir drei hoch. Eins, zwei. Ja, siehst du, hier fehlt wieder. Also hier, zack, drei. Eins, zwei, drei. Jetzt kommt das nächste Fenster, also wieder nach oben. Eins, zwei, drei. Das ist ja dann logischerweise hier. Zack, eins, zwei. Das muss ja hier natürlich dann auch sein, ne? Ist ja klar. So. So, da hast du nämlich zwei. So, jetzt geht's wieder hoch, die zwei Fenster. Eins und zwei. Und jetzt müssen wir wieder drei machen. Also einer ist ja schon. Zwei und drei. Zack. Und das hatte ich nämlich verbaut gehabt, ich Trottel. Eins, zwei, weil ich von dem Turm ausgegangen bin. Aber die Außenfassade, also das heißt die längliche Wand, die ist tatsächlich, na du, was ist denn du los? Na. Wieso geht, wieso nimmt er das jetzt nicht? Ist das zu hoch oder was? Ah, jetzt. So. Ja, also dann geht das Ganze auch auf. Und so funktioniert der ganze Spaß. Jetzt ist natürlich nur die Frage, jetzt habe ich mich natürlich vergessen zu zählen. Aber das sehen wir ja, wenn wir oben sind. Und ich glaube, wir sind sogar oben. Und dann geht das auf, ne? Das wäre drei hoch plus eine Dach. Genau, exakt, perfekt, Leute. Genauso funktioniert der ganze Spaß. Und damit haben wir das dann auch erledigt. So. Jetzt weiß ich nun, eins, zwei, drei, vier hatte ich ja gesagt, genau. So, und das ist natürlich auch hier oben. Na gut, da muss ich mich nochmal hochbauen. So, jetzt sollte es eigentlich funktionieren. Und so. Ja, und jetzt könnte ich mich theoretisch, wenn ich jetzt da rüber gucke, könnte ich ja hier im Schleichmodus da theoretisch eigentlich... Soll ich das mal machen? Oh Gott. Soll ich mich das mal trauen? Ich glaube, ich trau mich das mal. Bisschen Risikobereitschaft, ne? Wenn die ganze Zeit hier stumpfsinnig abgebaut. So, und nun werde ich mal hier... Das sieht jetzt bestimmt total bucklig und ungeschickt aus. Und mehr als sterben kann ich nicht. Oh! Oh! Oh Gott. Ich hab vom Arzt einen Attest. Ich darf normalerweise ja nicht hier Rüstbau und so eine Sachen hier machen. Dachdeckerei, das ist ja nicht gut. Das geht nicht nur auf den Rücken, das geht auch auf die Psyche, ey. Guck mal da runter, wie tief das ist. Ach du Scheiße. Und da ist wirklich jetzt noch nicht mal rettendes Wasser, was mich auffangen würde. Aber naja, mit der Gedrückt-Taste geht es, mit dem Schleichmodus. Der Daumen, der ist da wirklich richtig drin in der Tastatur. So, dass da wirklich jetzt hier nichts passiert, bin ich froh, wenn ich wieder unten bin. Aber somit haben wir zumindest schon mal eine Wand hier ordentlich fixiert. Ich glaube, das ist wirklich einfacher, wenn wir das machen. Ich glaube, das kriegen wir sogar noch hier in dieser Aufnahmeseason hin. Oh, nicht so dicht am Rand, Mensch, Junge. Oh, Mensch, hör auf hier. So, oh. Pass auf, jetzt habe ich mich wieder verbaut. Ich sehe das doch schon wieder kommen. Ich sehe das doch schon wieder kommen, oder? Wie jetzt? Zu niedrig oder zu hoch? Sag bloß, es war so eine optische Täuschung. Das war echt noch ein zu niedrig. Okay. So, Leute. Oh. So, dann kann ich ja die gleich nochmal machen. Nö, ist egal, ob ich von der Höhe runtergefallen wäre oder von der anderen. Gestorben wäre ich so oder so. So, jetzt befinden wir uns hier oben. Also das müssen wir noch alles abbauen da unten. Wir sehen das. Können wir gleich mal sehen, wie bescheiden unsere kleine Holzhütte da unten noch ist im Vergleich zu unserem ganzen Bunker hier. Krasse Sache. So, jetzt vorsichtig hier oben lang balancieren. Ja, auf die anderen Seite kann ich das noch nicht machen, dass ich es eingrenze, weil da fehlt natürlich genauso wie hier auch die... So, jetzt brauche ich mich... Oh Gott. Jetzt aber nichts wie runter damit. Wo ist meine Schaufel hier?
Oh, runter.